Sie wissen, was steht da drin in so einer E-Mail? Da steht Name, ein Geburtsdatum, weiblich, männlich. Und das war es eigentlich. Herkunftsland und dann kann ich da, oder wie bitte? Herkunftsland? Herkunftsland steht da auch drin. Deswegen, da gucken wir ja auch, zumindest bei uns in Kars noch ein bisschen nach, wen wir miteinander unterbringen, weil die Kulturen ja doch sehr unterschiedlich sind. Also wenn ich zum Beispiel die Turnhalle hinter Ihnen sehe, dann passe ich schon ein bisschen auf, wen ich da zusammen unterbringe. Heißt? Ja, wir sortieren ein bisschen, wir gucken. Wie? Also wir haben zum Beispiel, ich sag jetzt mal, die Männer kommen alle in eine Unterkunft. Die Familien kommen in eine andere Unterkunft. Wir gucken manchmal auch, ob wir, ich sag jetzt mal, Ukrainer oder Syrer zusammentun. Weil die Kulturen sind auch nicht ganz einfach. Und wenn man auf so einem engen Raum miteinander wohnt, also ne, ich lade jeden gerne mal ein. Wir haben, glaube ich, noch eine Turnhalle, die bei uns gerade noch leer steht, weil ich sie dem Sport zurückgeben will, okay. Was uns ja auch fehlt. Ne? Mhm. Unsere Sportvereine, unsere Kinder machen keinen Sport deswegen. Mal abgesehen davon, dass man in der Turnhalle nicht groß werden soll, was mein Credo ist, ist es halt eben so, dass wir ja, solche Unterkünfte, wie ich jetzt gerade hier im Bild sehe, eigentlich gar nicht bereitstellen wollen. Ich habe Turnhallen bereitgestellt nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Da mussten wir schnell reagieren. Also, ja. Im Nachhinein gibt es ja viele Menschen, die sagen, sie wussten ganz genau, was da passiert in der Ukraine. Genau. Ich gebe ganz offen zu, ich wusste das eine Woche vorher noch nicht. Und dann wusste man, die Flüchtlinge kommen, die mussten untergebracht werden. Und wir haben in Erfurt 7 Turnhallen bereitgestellt. Das hat stellenweise 1,5 Jahre gedauert, bis wir sie wieder für den Schulsport und Vereinssport freigeben konnten.